What happened? Also was ist geschehen? One word. Dem Lazarus. Ein einziges Wort. Lazarus. The power goes through the word. Die Kraft, die fließt durch das Wort. The resurrection power. Die Auferstehungskraft. The creative power. Die schöpferische Kraft. The glorious power. Diese herrliche Kraft. Lazarus. Lazarus. The power surged into that body. Die Kraft ist hineingeschossen in diesen Körper. Come. Komm out. Heraus. You know what? Out. Komm heraus. You know, weißt du, was geschehen that ist? Dead body so heavy. Diese so schwere Leiche. Was just thrown out, but die wurde richtig rausgeworfen. That's the power of the prophetic word. Das ist die Kraft des prophetischen Wortes. It's my desire. Und es ist mein Verlangen. All of you catch this fire. Dass ihr alle dieses Feuer empfangt. You did so much battle. Du hast so viel Kampf you geführt. Fought the battle. Du hast gekämpft. You fasted. Du hast gefastet. You are tired of fasting. Du bist es müde geworden zu fasten. You became sickly. Du bist immer kränker geworden dabei. You are disturbed. Du bist ganz durcheinander. Now, und jetzt you feel you have no energy. Empfindest du, dass du gar keine Energie mehr hast. Here I am to tell you, hier bin ich, um dir zu as sagen, a prophet of the Almighty God, als Prophet des allmächtigen Gottes, your future, deine Zukunft, is in the prophetic word. Die liegt im prophetischen Wort. Listen, God. Höre auf Gott. Open the Bible. Öffne deine Bibel. Fill it with your tears. Erfüll sie sogar mit deinen Tränen. Shut the door. Und mach die Tür zu hinter Don't dir. Run behind people. Lauf nicht länger Menschen hinterher. Stay in the present. Bleibe, verharre in der Gegenwart Don't use Gottes. Your brain. Gebrauch nicht dein Gehirn. Study the Bible from your spirit. Studiere die Bibel durch deinen Geist. You go with the word. Und du gehst mit dem Wort. What you could not for 20 years, you will do it in 20 minutes. Was du 20 Jahre lang nicht tun konntest, das tust du in 20 Minuten jetzt. 20 minutes you will do it. In 20 Minuten wirst du es tun. 20 minutes you will do it. In 20 Minuten wirst du es tun. I have thousands of testimonies. Ich habe tausende von Zeugnissen. Sometimes, manchmal, even when I introduce a book from the pulpit, wenn ich auch bloß ein Buch vorstelle hier von der Kanzel aus. One man heard, a doctor heard. Ein Arzt hat es gehört. He looked at me from the crowd. Und er hat von der Menge he saw me mich angeschaut und hat gesehen, dass ich da so, so buntes Hemd you know anhatte. It. Und ihr wisst ja, die Inder, ne? They don't like colors. Die mögen keine Farben. They don't like flowers. Die mögen auch keine bunten Blumen. Sometimes they think why God made so many colorful flowers. They like the whole world to be only white. That is right. Die Inder, die meinen oft, was? Warum hat denn Gott so viele bunte Blumen gemacht? Die ganze Welt sollte doch weiß sein, nur weiß ist die richtige Farbe, die heilige Farbe. If the Lord has called me for only for Tamil Nadu and Kerala, I would have also become a white man. Wenn der Herr mich nur berufen hätte für Tamil Nadu und für Kerala, also für Südindien, dann würde ich auch nur weiß angezogen but rumlaufen. But God called me for the nations. Aber Gott hat mich berufen für die Nationen. So I cannot keep such things. Darum kann ich solche Dinge einfach nicht einhalten, solche Traditionen, listen to wie hier sind. Thank God for the Pentecostalism. Hör mir zu, Gott sei Dank für die Pfingstbewegung. Gott hat die Pfingsterweckung ja gebracht most zu uns. Of the pastors were not educated. Aber die meisten Pastoren, Pfingstpastoren waren damals halt nicht sehr gebildet. Who came to Christ were from the slum area or the low-level people. Und die meisten, die sich bekehrt haben, waren entweder aus den Slums oder eben die niedrigste Gesellschaftsschicht. So God used them. Gott hat sie gebraucht. Thank God for that. Dank sei Gott dafür. But now the time has come. Aber jetzt ist die Zeit gekommen. We must touch the political leaders. Wo wir die politischen Leiter anrühren müssen. We must touch the business world. Wo wir die Geschäftswelt anrühren müssen. Even in our Pentecostal churches. Sogar auch in unseren Pfingstgemeinden. Many doctors are coming. Da kommen viele Engineers are coming. Viele Ärzte, business viele people Ingenieure. Are coming. Viele Geschäftsleute. So now, you have to wear like Daniel. Und deshalb musst du dich jetzt so anziehen wie Daniel. Can you imagine Daniel with a white cloth going to the king? Kannst du dir praise vorstellen, the Lord, praise the Lord. Dass Daniel, so wie unsere schönen religiösen Pfingstler hier, zum König geht und sagt, preis dem Herrn, preis dem Herrn. Because now the ministry is different. Weil der Dienst, wie man heute Gott dient, ist einfach ganz so anders. So he put on the royal dress. Er zog also diesen königlichen Gewand an und königliches Make-up. Hallo, Mr. King. Und ja, hallo, Herr Esther. König. Ja. Tore her clothes. Und zerreißt sich deine Gewänder. 3 days fasted. 3 Tage lang gefastet. That's okay before God. Das ist okay vor Gott. Now she has to go to the king. Jetzt muss sie aber zum König gehen.
And the king irukkarane. Ja, der König, der ist ja da. Kanne vera kanne. Seine Augen sind aber auf was ganz anderes gerichtet. Jeden Tag eine andere Frau hat er gehabt. Das waren seine Augen, ne, von dem König. Aber sie hat gefastet. Sie hat gebetet. Aber um ihn zu sich anzuziehen, also aufmerksam zu machen, da musste sie ihr königliches Gewand anlegen. Royal Make-up. Königliches Make-up. She goes like Miss World. Sie geht dahin wie Miss World. Like my beautiful wife. So wie meine wunderschöne Frau. she walks very differently. Sie läuft dann auch ganz anders. With a smile. Mit einem Lächeln im Gesicht. Because she knows the king. Denn sie kennt ja den König. The king is not a CPM king. Der König ist keiner von dieser Pfingstmission hier in Indien, ganz religiöse. So she goes. Sie geht also nicht so heilig. Anna nadai. With all the wood, all the woodianum, all the necklace. Sie geht mit all dem Schmuck und all diesen Dingen überall umgehängt, so geht sie halt hin zu King ihm, sah her. Kopfschmuck und so. Der König sah sie lifted the rod. Und hat seinen Stab erhoben, seinen Zepter. Come inside. Und sagte, komm herein. First finish up and then the Holy Ghost takes. Und dann übernimmt der Heilige Geist die Sache. Sorry, I don't want enemies in my right from my first message. Also es tut mir leid, aber ich möchte meine Feinde gleich von meiner allerersten Botschaft an. Wanda. Klar. Fifth day, okay. First day, I should not have enemies. Okay, also am ersten Tag sollte ich mir noch keine Feinde machen hier. I don't ask you to put votianam and necklace. Also ich bitte euch nicht, jetzt diese besonderen Art von Ketten umzulegen. Geht ruhig los mit euren wunderschönen weißen Gewändern, kein Problem. Be a Greek to the Greek. Sei ein Grieche für die Griechen. When I go to some white churches, I put a white dress like a good boy. Wenn ich in solche Gemeinden gehe, wo so halt nur an weiße Gewänder geglaubt wird, dann ziehe ich mir auch ein weißes Hemd an und bin ein ganz braver Junge dort. That's okay, that's wisdom. Das ist okay, das ist Weisheit. I'm not attacking it. Also ich will das nicht angreifen jetzt hier. But I want to open your heart. Aber ich möchte dir einfach das Herz now öffnen. We have to touch some different kinds of groups. Aber jetzt müssen wir einfach eine neue Art von Gruppen erreichen, anrühren. You cannot go to touch the chief minister of Tamil Nadu. With a bullock cart. Hey. Du kannst nicht den Leiter von unserem Bundesstaat hier, den Kanzler, erreichen, wenn du mit so einem Bullenkarren da ankommst. Even to get permission to see Amma rent here. Get a nice Benz car from your friend for 2 days. After job you give it and go by mama, go by bullock cart. Auch wenn du unsere Kanzlerin hier erreichen möchtest, dann leih dir mal für ein paar Tage einen schönen großen Mercedes aus und wenn du dann deine Mission bei ihr beendet hast, dann gehst du wieder zurück zu deinem Ochsenkarren. Times are changing. Die Zeiten verändern sich einfach. In the last days, in den letzten Tagen I will pour out my spirit. Werde ich meinen Geist ausgießen. Upon all flesh. Auf alles Fleisch. Don't tell me the Lord has anointed me to preach the gospel to the poor. Jetzt erzähl mir bitte nicht, der Herr hat mich nur gesalbt, das Evangelium den Armen zu predigen. Poor na. Die Armen. It doesn't mean a slum area only. Das bedeutet nicht nur Slums. I have seen some rich people are in Cherry, poorest people in the parliament. Ich habe oft gesehen, dass die
Arme, die wirklich, also finanziell Armen ganz glücklich sind, aber die ärmsten Halleluja. Leute im Parlament sitzen. So when I went with the color, die innerlich Ärmsten. Als ich da also mit einem bunten Hemd ankam und gepredigt habe, hat dieser Arzt mich angeschaut und hat mich nicht ertragen, nicht ausstehen können. Who will like the colors? Ja, also was, so ein Prediger mit buntem Hemd, so he was scolding me from the crowd. Und der saß da eben in der Zuhörerschaft und hat nur an mir rumgemosert. This man was? Walks like a Rajinigan, then wears like a Rajinigan. Was soll Cinema das? Actor. Der Typ läuft hier rum wie so ein Filmstar und läuft so stolz da wie ein Gockel auf und ab. And my people said, Anna, introduce your book, Anna. Und meine Leute haben mir dann gesagt, bitte stell doch das Buch vor. The book. Und dann habe ich das Buch vorgestellt. Some word gushed out of my heart. Und irgendein Wort, was mir so aus dem Herzen geflossen ist, just to introduce the book. Nur alleine bei dem Vorstellen von diesem the Buch, power of prophetic word. Das ist die Kraft des prophetischen Wortes. I tell you for the glory of God. Ich sage euch zur Ehre Gottes, that one word became an arrow of the Holy Ghost. Dieses eine Wort wurde zu einem Pfeil des Heiligen Geistes. God stuck in his heart. Und ist richtig in seinem Herzen stecken geblieben. Und er wurde errettet. Ich bin ja kein Evangelist. Und ich habe mich da überhaupt nicht drauf ausgerichtet, habe nur versucht, eben das Wort des Herrn freizusetzen, auszusprechen. Ich möchte, dass du wirklich die Kraft des prophetischen Wortes kennst und verstehst. Apostel können und müssen prophetisches Wort haben. Sag doch mal ein Halleluja. Und was ist dann geschehen? Also dieser Mann wurde errettet. Und dann konnte er einfach nicht mehr raus aus dem Raum da. Und jetzt ist er einer meiner Koordinatoren. Er ist jetzt auch Pastor, er ist nicht nur Arzt. Now he is under the Baraka leadership. Und er ist jetzt einer der Leiter von Baraka Ministries. It all started. Angefangen hat das Ganze with Rajinigan speaking the word of the Lord. Mit diesem Filmstar, also mir, der angefangen hat, das Wort des Herrn zu sprechen. This doesn't make any difference to me. Das macht überhaupt keinen Unterschied für mich. I focus on the spirit of the Lord and the word of the Lord. Ich richte mich aus auf den Geist des Herrn und das Wort des Herrn. So, or hallelujah. Sag doch mal ein Halleluja. So what you need. Was du also brauchst. What your congregation needs. Und was deine ganze Gemeinde auch braucht. What you need for church growth. Was du brauchst zum Gemeindewachstum. Not a technique. Ist nicht eine Technik. A Rhema word. Es ist ein Rhema-Wort. A fresh word. Ein frisches Wort. Peter said, Petrus hat gesagt, the whole night I tried, die ganze Nacht habe ich es versucht. Caught nothing. Hab nichts gefangen. At your word. Aber auf dein Wort hin. At your word. Auf dein Wort hin. I throw. Werfe ich. You know the result. Und ihr kennt ja die Resultate. Power of the fresh word from heaven. Das ist die Kraft des frischen Wortes vom Himmel. Hebt doch mal deine Hand und sag, ja, Heiliger Geist. I need your fresh word. Ich brauche dein frisches Wort. Not a Bible study. Nicht ein Bibelstudium. But a heart from your heart to my heart. Sondern ein Wort von deinem Herzen zu meinem Herzen. Sollen Laran, your word. Sag doch mal, dein from your Wort heart, von deinem Herzen to my heart, zu meinem Herzen, will change me completely. Das wird mich vollständig verändern. Father, Vater, your word, dein Wort, your creative word, dein schöpferisches Wort, your lively, life-giving word, dein lebensspendendes Wort from your heart, von deinem Herzen to my heart, in mein Herz, will change me completely. Wird mich völlig verändern. I prophesy you. Ich prophezeie dir. I prophesy you. Ich prophezeie dir. You don't need extra anointing. Du brauchst nicht noch extra Salbung dazu. You didn't get half of the Holy Spirit. Du hast nicht nur die Hälfte vom Heiligen Geist empfangen. You received the whole personality of the Holy Spirit. Du hast die gesamte Persönlichkeit des Heiligen Geistes empfangen.
You don't need another conference. Du brauchst nicht noch eine weitere Konferenz. You don't need a spiritual battle also. Du brauchst auch keinerlei geistliche Kampfführung. You need one thing. Du brauchst nur eins. A fresh word from heaven. Ein frisches Wort vom Himmel. Every day a word from heaven. Jeden Tag ein Wort vom Himmel. As Pastor Tuck said yesterday, so wie Pastor Tuck gestern gesagt the day hat, you don't see miracle, der Tag, an dem du keine Wunder siehst, it's a boring day. Das ist ein langweiliger Tag. But how miracle comes? Wie kommen jetzt aber die Wunder? The fresh word comes. Da kommt das frische Wort, miracle happen. Und die Wunder geschehen. God's vehicle, Gottes Vehikel, this is word. Das ist sein Wort. God's vehicle. Lass uns mal alle sagen, Gottes Vehikel, wenn du nach Kerala fahren möchtest, you need a vehicle. Dann brauchst du da ein Gefährt dafür, ein Vehikel. Um nach Pundi zu kommen, you need a vehicle. Brauchst du ein Vehikel, ein Gefährt. To touch your life, um dein Leben anzurühren, God needs a vehicle. Braucht Gott ein Vehikel. He travels by his word. Er reist durch sein Wort. Haskara prapa. Kante korabre. Yo breba. Kante rabrupante. Go senti kate. Tolso koroshia. Shimmer blood. This ministry grows. Dieser Dienst wächst. This ministry remains for 40, 45 years. Und unser Dienst besteht seit 40 oder 45 Jahren schon. Not because of administration. Nicht weil wir so gute Administration hätten. We are very sorry, we don't have much administration. We need it. Tut uns sehr leid, wir haben nicht so eine gute Verwaltung und Administration, wir bräuchten das. We pray for that. Wir beten auch dafür. Not because of good strategies. Auch nicht wegen guten Strategien. I am not a strategist. Ich bin kein so toller Stratege. But we have trained more than 40,000 people. Trotzdem haben wir über 40,000 Leute trainiert. Not through this seminar, only 10-day seminar, we have trained 40,000 people. Nicht durch solche 5-Tage-Seminare. Wir zählen da jetzt nur unsere 10-Tage-Seminare. Die haben wir über 40,000 Menschen trainiert, die überall ausgehen. Go, wo auch immer du hingehst. We hear the largest church pastor is our training. Wo auch immer wir hingehen, da erfahren wir, dass die Pastoren der größten Gemeinden alle unsere Trainees sind. Mighty miracle worker, if you say, where is he from? He will say, Anna, I came to your seminar 1990, Anna. Mächtige Wunderwirker, wenn du die fragst, wo kommst du denn her, dann sagen die mir, Anna, das heißt großer Bruder, you know, wir waren in deinem Seminar 1990, 1992 und so weiter. I never touch anybody. Weißt du, ich rühre keinen an. Ich lege keine Hände auf, ich rühre not keine Leute shake an. Hands with them. Ich drücke ihnen noch nicht mal die Hände. But from here, aber von hier aus, through the fresh word, durch das frische Wort, I touch their lives. Rühre ich ihre Leben an. That fills their boat with the fish. Und das erfüllt ihr Boot mit Fischen. In the Old Testament was written by prophets. Das Alte Testament, da wurde es geschrieben von Propheten. New Testament was written by apostles. Und das Neue Testament wurde geschrieben von Aposteln. Apostles and prophets wrote the entire Bible. Apostel und Propheten haben die gesamte Bibel geschrieben. Are you happy? Bist du glücklich? Now you are going to write the history. Jetzt wirst du Geschichte schreiben. Say everybody say it, yes, Father. Sag doch mal jeder Ja, Vater. Now, before I continue, bevor ich jetzt hier weitermache, I want to bless you with the rhema, fresh prophetic messages. Every time you open your mouth, the prophetic flows. Every time you begin to teach, the prophetic flows. Da möchte ich euch segnen mit dem frischen Rhema-Wort. Also jedes Mal, wenn ihr den Mund aufmacht, wenn ihr anfangt zu lehren, wenn ihr anfangt zu predigen, dass das Prophetische dann ausfließt aus euch. Now I want to pray for you. Jetzt möchte ich beten für euch. Maybe you are an evangelist. Vielleicht bist du Evangelist. Isaiah was a prophetic evangelist. Jesaja war prophetischer Evangelist. Maybe you are a pastor. Vielleicht bist du Pastor. You can be a prophetic pastor. Dann kannst du ein prophetischer Pastor sein. Maybe you are an apostle. Vielleicht bist du ein Apostel. You can be like Barnabas. Dann kannst du sein wie Barnabas. Apostle, prophetic apostle. Ein Apostel, ein prophetischer Apostel. Oder Halleluja, sag doch mal ein Halleluja. Now can I pray? Kann ich jetzt beten? You know what I'm going to pray? Weißt du, was ich jetzt beten werde? I'm not going to ask God to pour out. Ich werde nicht Gott bitten, dass er was ausgießt. I'm going to ask God to help you remove all your hindrances, unbelief, doubt,
anything that's holding you, pressing that prophetic river in you, I'm going to say, get out, let the river flow. Ich werde Gott bitten, dass er dir hilft, alles wegzuwerfen, rauszuschmeißen, das dich irgendwie unterdrückt und den prophetischen Fluss in dir stoppt, allen Zweifel, allen Unglauben, was auch immer dich blockt. Das werde ich beten, dass das verschwindet. Das werde ich raustreiben. Halleluja, Lord. Halleluja, Herr. What you need is not a miracle. Was du brauchst, ist nicht ein Wunder. The Word. Das Wort. That word, das Wort. Releases miracle. Das setzt die Wunder frei. You have the power. Du hast ja schon die Kraft. So I'm not going to pray for power. Darum werde ich jetzt gar nicht für Kraft beten. That power is in you. Denn die Kraft, die ist ja schon in dir. The word. Das Wort. And the power. Und die Kraft. The word. Sag doch mal alle zusammen, das and Wort. The power. Und die Kraft. Is like kerosene. Das ist sowas wie Kerosin. And matchbox. Und Streichhölzer. Petrol. Wie Benzin. And a fire. Und ein Feuer. What do you need now? Was brauchst du jetzt also noch? You have the petrol. Du hast doch schon das Benzin. The word of the Lord. Das Wort des Herrn. Is a small piece of fire. Das ist wie so ein kleines Stückchen Feuer. The explosion comes. Und da kommt dann die Explosion. Thank you, Hobara Hatta. Danke, Herr. Wunderbar. The blanket of prophetic. Diese Salbung, der Mantel the des Prophetischen. Of prophetic. Der Mantel des Prophetischen. The blanket of prophetic. Der Mantel des Prophetischen. Is released. Er wird freigesetzt. From every one of you. Aus jedem Einzelnen von from euch every heraus. One of you. Jeder Einzelne from von every euch. One of you. Jeder Einzelne von as euch. A man of God. Als Gottesdiener. I release the prophetic. Setz dich das Prophetische frei. Setz dich das Prophetische frei. I release the fresh word. Ich setze das frische Wort frei. Das frische Wort, die Salbung. Revelation in the word. Die Salbung des frischen Revelation Wortes. In the Bible. Offenbarung aus dem Wort. Offenbarung von der Bibel. I release. Ich setze es frei. Ich setze es frei. I release ich setze es frei. Ich setze dich frei. I release you. Ich setze dich frei. Come out. Komm. Come out. Komm. Come out of your brain. Komm raus aus deinem vom Gehirn zu sehr beeinflusst sein. Komm hinein in die Offenbarungserkenntnis. Komm hinein in die Offenbarungserkenntnis. The spirit of wisdom. Geist von Weisheit. The spirit of knowledge. Der Geist der Erkenntnis. I release. Dann setz dich frei. Yakarasha brubre brubre bra. Yeah. Yeah. Wonderful Holy Spirit. Wunderbarer Heiliger Geist. Wonderful Holy Spirit. Wunderbarer Heiliger Geist. How many of you really say Anna? Wie viele von euch sagen wirklich, Anna, also ältere Bruder, I have everything I need for my ministry. Ich habe schon alles, was ich brauche für meinen Dienst. I have it. Ich habe es schon. Now, und jetzt, the only thing I have to do das Einzige, was ich jetzt noch tun muss, get into the word of God. Ist, dass ich hineingehe ins Wort Gottes. Not through my intellect. Nicht durch meinen Intellekt, but through my spirit. Sondern durch meinen Geist. Listen. Hör zu. You know what I am praying now? Weißt du, wofür ich jetzt bete? Bible is spirit. Die Bibel ist Geist. Jesus said, my word is spirit. Jesus sagte, mein Wort ist Geist. God's word is spirit. Sag doch mal jeder, Gottes Wort ist Geist. How many of you know you are your spirit? Wie viele von euch wissen, du bist ein Geist? You have your body. Du hast einen Körper. You have brain. Du hast ein Gehirn. You have intellect. Du hast Intellekt. But you are your spirit. Aber du bist ein Geist. Holy Spirit, the author is your spirit. Der Heilige Geist, der Autor, ist Geist. Sag doch mal jeder, der Heilige Geist wrote the word of God. Hat das Wort Gottes geschrieben. The word is the spirit. Das Wort ist der Geist. I am a spirit. Ich bin ein Geist. From today, von heute an, every time I open my Bible, jedes Mal, wenn ich meine Bibel aufschlage, I will open my spirit. Werde ich meinen Geist öffnen. I will read the word. Ich werde das Wort lesen. Through the spirit. Durch den Geist. Father, let it happen. Vater, lass es geschehen. I open their spirit. Ich öffne ihren open Geist. Open their spirit. Öffne ihren Geist. Open their spiritual eyes. Ich öffne ihre geistlichen Augen. In Jesus name. In Jesu Namen. Open their spiritual ears. Öffne ihre geistlichen Ohren. In Jesus name. In Jesu Namen. Open their spiritual eyes. Öffne ihre geistlichen Augen.
to see the wonders from your word. Um die Wunder von deinem Wort zu sehen. Harashika. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Ja, 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 Robri. Ja, ja, Rollo. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Joshi, Bro. Dora, Bro. Dora. Wonderful Jesus. Wunderbarer Jesus. Wonderful Jesus. Wunderbarer Jesus. Everybody open your mouth and say it with me. Öffne deinen Mund und sag zusammen mit Apostles, mir. Die Apostel. Prophets, Propheten. Apostles, sag mal hier die Apostel und Propheten. Men and women of revelation. Sind Männer und Frauen der Offenbarung. Sag's nochmal, jeder Apostel ist ein Mann der Offenbarung. Every prophet, jeder Prophet is a woman of prophet, man and woman of revelation. Ist ein Mann oder eine Frau von Offenbarung. There are many revelations. Es gibt viele Offenbarungen. The highest revelation. Die höchste Offenbarung. Listen to me, the highest revelation. Hör mir zu, die höchste Offenbarung. Is to get the miracles, the wonders out of God's word. Ist die Wunder, die Zeichen und Wunder herauszukriegen aus Gottes Wort, sie zu sehen und herauszuholen. Seeing the word of God. Das Wort Gottes zu sehen. Are you ready? Bist du bereit? Will you be a man of revelation? Wirst du ein Mensch von Offenbarung sein? Will you be a woman of revelation? Ein Mann von Offenbarung, eine Frau von Offenbarung? I guarantee. Ich garantiere dir. Your ministry will take off. Dein Dienst wird abheben. Take off. Wird abheben. Your ministry will take off. Dein Dienst wird abheben. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. You know, when you go by cycle, weißt du, wenn du mit dem Fahrrad fährst, you have to pedal. Dann musst du trampeln und treten. You have to exert your energy. Dann musst du deine Energie einsetzen. When it is a high elevated place, wenn es dann sehr hoch oben ist und du hoch auf den Berg musst, dann musst du dich noch viel mehr anstrengen. You can read the Bible, du kannst die Bibel lesen through your intellectual power, durch deine intellektuelle Kraft. That's going by cycle. Das heißt praktisch mit dem Fahrrad zu fahren. You can do the ministry, du kannst auch Gott dienen. You can do the ministry, sag mir jeder, du kannst Gott dienen by cycle, mit dem Fahrrad. Exerting your energy. Deine eigene Energie einsetzen. Trying to please people. Versuchen es Leuten recht zu machen. Do you doing all the strategies. Und all die Strategien durchziehen. Oh, trying to please man. Du kannst alles versuchen, es Menschen recht zu breaking machen. Breaking your head. Zerbrichst dir den Kopf. I welcome you now. Jetzt heiße ich euch willkommen. The anointing of the Holy Ghost. Die Salbung des Heiligen Geistes. The apostolic anointing. Die apostolische Salbung. The prophetic anointing. Die prophetische Salbung. That's within you. Die ist in dir drin. It's the heavenly rocket. Das ist die himmlische Rakete. Denn ich ging mit dem Geist, so wie selber verraten.